Es ist klar, auf wen die meisten in dieser Partie ganz besonders achten werden. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen sprechen für sich. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Der Regen findet kein Ende hier im Hohen Invest Weserstadion, liebe Fußballfreunde. Aber wir begrüßen Sie trotzdem sehr herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Heute bin ich wirklich mal gespannt. Das ist ein Duell, das seinen ganz eigenen Reiz hat. Das sind tolle Mannschaften. Ich glaube, sie wollen und werden heute alles geben, alles zeigen. Der Rahmen stimmt. Jetzt kann es endlich losgehen. So geht Werder Bremen heute in dieses Spiel. Sie gehen mit einem 5-3-2 in dieses Spiel. Fünferkette also hinten. Wir werden sehen, wie offensiv dann die Außenverteidiger ihre Rolle interpretieren. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Sie entscheiden sich für ein konventionelles 4-5-1. Und das heißt also, im Mittelfeld wollen sie mit dieser Überzahl das Spiel kontrollieren, wollen es dominieren, dem Gegner ihr System aufzwingen. Es ist immer wieder unglaublich, wie die Fans hinter der Borussia stehen. Die können ihr Stadion auch auf 150.000 Zuschauer ausbauen und werden trotzdem immer ausverkauft. Schau dir nur mal die Zahl der Dauerkarten an, da kann keiner mithalten. Die Fankultur in Dortmund ist sensationell. Anschluss Dortmund, das Spiel läuft. Bellingham. Alea. Ja, starker Pass. Hakan Çalhanoğlu. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Philipp. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Der Keeper hat den Ball, der war nicht platziert genug. Wenn die anderen mitspielen, dann könnten die Gäste am Ende des Spiels an der Tabellenspitze stehen. Das hätten sie auch verdient. So klasse Auftritte in dieser Saison, das wäre ein schöner Erfolg. Sebastian Haller. Hakan Çalhanoğlu. Vincenzo Grifo. Der Volley. Das ist diese Sicherheit, die ihn auszeichnet. So, Ecke kommt. Brauchbarer Kopfball, aber der geht neben das Tor. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Und er war ja im letzten Spiel gleich doppelt erfolgreich, wenn wir uns mal kurz erinnern. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Jetzt der Schuss! Das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Die Ecke kommt rein. Der Kopfball eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Den hat er nicht richtig getroffen. Thank you.
Jung. Schmied. Christian Groß. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Mitchell Weiser. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Ecke in den Strafraum. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Leonardo Bittencourt. Leonardo Bittencourt. Das könnte was werden jetzt. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. Schöner Pass. Werder Bremen macht Druck. Super dazwischen gegangen. Da haben sie den Ball wieder. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Sebastian Haller. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Jung. Das könnte eine Gelegenheit werden. Mitchell Weiser. Könnte die Führung werden. Gehalten, und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Jetzt kommt die Ecke. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Da sind sie da, guter Block. Leonardo Bittencourt. Mitchell Weiser. Den Ball hat die Abwehr. Kein guter Ball, das war's also erstmal. Das ist in Sachen Ballbesitz schon ziemlich überlegen, was Werder Bremen hier in den letzten Minuten der Partie aufgezogen hat. Und Chancen haben sie auch. Aus meiner Sicht dauert es nicht mehr lange dafür. Auch jetzt sind sie wieder im Angriff. Sieht durchaus vielversprechend aus. Werder Bremen hat Druck. Mitchell Weiser. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, mit viel Übersicht. Ja, die Fans wollen, dass sie was aus der Chance machen. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Der Ball kommt rein. Jetzt, wenn das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird es eng. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Guter Vorstoß, kann was werden. Macht es, macht er die Führung.
Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Ganz allein läuft er da am Ende aufs Tor zu. Kein Problem, das macht er ganz abgeklärt. Führung damit für den BVB. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Philipp. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Björns, Pausenpfiff. Gleich geht es hier also weiter mit Durchgang 2. Der BVB mit dem Anstoß, die Partie beginnt. Der Volley. Das ist diese Sicherheit, die ihn auszeichnet. Kopfball, aber der geht neben das Tor. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Jetzt der Schuss! Aber das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Die Ecke kommt rein. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Den hat er nicht richtig getroffen. Mitchell Weiser. Gehalten, und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Ja, mit viel Übersicht. Ja, die Fans wollen, dass sie was aus der Chance machen. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Jetzt wird das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Macht es, macht er die Führung. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans legen sich in den... Und jetzt geht's hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Na, das kann jetzt was werden. Mitchell Weiser. Leonardo Bittencourt. Werder Bremen macht Druck. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Daniel Malen. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Die Dortmunder erhöhen ihre Führung. Sieht jetzt schon komfortabel aus. Zwei Tore sind es jetzt. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten.
Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Vincenzo Grifo. Malen. Malen. Stark gemacht. Sie wechseln also aus. Die Ecke kommt rein. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Da muss er aufpassen. Er schießt. Sie sind da, Ball wird geblockt. Schmied. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen Hertha BSC. Und das klingt nach einer richtig attraktiven Partie. Ich bin gespannt drauf. Schmied. Jung. Und dann verlieren sie doch den Ball. Das ist natürlich bislang keine gute Ballbesitzstatistik, die Borussia Dortmund heute aufzuweisen hat. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt müssen sie aufpassen. Das könnte gefährlich werden. Vielleicht der Anschlusstreffer. Und jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau und dann ist das gut gemacht. Ja, super Chancenverwertung aus der Halbdistanz. Angeschnittener Ball, keine Chance für den Torhüter. Also sie müssen jetzt aufpassen und da macht er sich natürlich am Spielfeldrand so seine Gedanken. Das Gegentor gefällt ihm überhaupt nicht. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Alea. Alea. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Ja, und da haben wir den nächsten Gegner vom BVB. Ja, es geht gegen den FC Sevilla im nächsten Spiel in der UEFA Champions League. Das wird kein Spaziergang. Jetzt lassen sie den Ball laufen. Gute Aktion, Ball bleibt hängen. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Gleich wird hier ausgewechselt. Jung. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Da haben sie jetzt einige Optionen. Ist es das jetzt? Blockt ab. Alea. Bellingham. Schönes Dribbling hier. Vincenzo Grifo. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Super Aktion. Gut geklärt. Malen. Sebastian Alea. Alea! Im Grunde müssen sie dadurch hier die Führung weiter ausbauen, oder? Ja, Logo, die müssen sie machen. Dann können sie das Ganze hier deutlich entspannter anschauen. So bleibt spannend. Vincenzo Grifo, 0 der Ball,
Duxch. Jung. Sie laufen diesem knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Den Ball kann er klären. Der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Bellingham. Daniel Malen! Ah, das ist schon sein zweites Tor heute. Klasse Auftritt von ihm natürlich. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Leonardo Bittencourt. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Daniel Malen. Sebastian Haller. Gute Chance für Calhanoglu. Das müsste es gewesen sein. Da ist das Tor. Führung ist deutlich, Führung ist hoch. Ist einfach ein souveräner Auftritt. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht jeder. Aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Sie verlieren den Ball. Bellingham. Super dieses Zuspiel. Gute Idee dieser Ball. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. Marco Friedl. Schlusspfiff, das war's für heute. Sieger des Spiels ist Borussia Dortmund. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Das war natürlich eine herausragende Leistung. Auch heute wieder eine absolute Top-Leistung. Und natürlich hat er am Sieg großen Anteil mit seinen 3 Toren. Der Volley. Das ist diese Sicherheit, die ihn auszeichnet.
bei der Kopfball, aber der geht neben das Tor. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Jetzt der Schuss! Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Die Ecke kommt rein. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Den hat er nicht richtig getroffen. Mitchell Weiser. Gehalten, und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Ja, mit viel Übersicht. Ja, die Fans wollen, dass sie was aus der Chance machen. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Jetzt wird das frühe Stören so perfekt eingebaut. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Macht es, macht er die Führung. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich. Daniel Malen. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Die Dortmunder erhöhen ihre Führung. Sieht jetzt schon komfortabel aus. Zwei Tore sind es jetzt. Malen. Stark gemacht. Sie wechseln also aus. Das könnte gefährlich werden. Und jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Malen. Aller! Im Grunde müssen sie dadurch hier die Führung weiter ausbauen, oder? Ja, Logo, die müssen sie machen. Dann können sie das ganz... Bellingham. Daniel Malen! Ah, das ist schon sein zweites Tor heute. Klasse Auftritt von ihm natürlich. Sebastian Haller. Das müsste es gewesen sein. Da ist das Tor. Führung ist deutlich. Bellingham. Super dieses Zuspiel. Gute Idee dieser Ball. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Danke für diese Aussagen. Thank you for your patience. We'll start taking questions now. Thank you.
That's all we have time for today. Thank you. Rivalenduell in der UEFA Champions League Vorrunde. Kein Spiel wie jedes andere. Heute sind beide nochmal ganz besonders motiviert. Gleich geht's los mit FC Sevilla gegen Borussia Dortmund. Liebe Fußballfreunde, wir sind zu Gast im Ramon Sanchez Pizjuan. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Begegnung. Kommentieren werden dieses Spiel Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Die UEFA Champions League läuft. Es kommt heute zu einem Duell in der Gruppenphase. FC Sevilla gegen Borussia Dortmund. Dortmund wollte perfekt einsteigen in diese UEFA Champions League. Und das ist auch gelungen mit dem Sieg am ersten Spieltag. Nach so einem exzellenten Auftakt ist es natürlich wichtig, dass man dann auch nachlegt, dass man sich nicht ausruht. Ziel also heute, der nächste Dreier. Die Aufstellung des FC Sevilla. Yassin Bounou ist der Mann auf der Torhüterposition. Fernando Reges steht zusammen mit Ivan Rakitic im Zentrum. Und sie fangen hier mit drei Stürmern an. Ja, die Richtung ist klar. Sie wollen richtig offensiv spielen. Heute kennen wir die Borussia natürlich als absoluten Spitzenverein. In Deutschland wie in Europa. Aber 1986, Buschi, da stand der Verein ganz kurz vor dem Abstieg. Das war der Wahnsinn. Damals gewann man hauchdünn die Relegation gegen Fortuna Köln. Vielleicht war das sowas wie die Initialzündung für den Verein. Vielleicht war das der Beginn der neuen Ära. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Sie entscheiden sich für ein konventionelles 4-5-1. Und das heißt also, im Mittelfeld wollen sie mit dieser Überzahl das Spiel kontrollieren, wollen es dominieren, dem Gegner ihr System aufzwingen. Und damit steigen wir ein in die erste Spielhälfte in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions League. Bellingham. Aller! Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. El-Ezzeri. Da ist Gomez. Corona! Der geht nicht rein. Super Chance. Was für eine Szene. Was können wir im heutigen Spiel von Sebastian Haller erwarten? Ja, Sebastian Haller! Haarscharf daneben. Er holt sich diesen Ball. Vincenzo Grifo.
Gomez. Am Ball Acuña. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Er kann dieses Duell gewinnen. Flagge jetzt. Gehalten, aber wenn du aus der Distanz so eine Chance hast, dann muss eigentlich fast mehr rumkommen, ne? Ja, sehe ich auch so. Das ist keine gute Aktion, eine verschenkte Chance, gerade gegen diesen Torhüter. Gomez. Das wird Ecke geben. Ecke kommt jetzt von Rakitic. Die bekommen den Ball nicht raus. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Das könnte die Chance werden. Emre Can. Vincenzo Grifo. Gut den Körper eingesetzt. Emre Can. Hechtparade von Bonu. Ecke in die Mitte. Weiter gefährlich. Am Ball Niklas Süle. Hakan Çalhanoğlu. Da zieht er ab. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Jesus Corona. Platz zum Kontern. Youssef En-Nesyri. Ja, der Ball läuft wirklich hervorragend bei Sevilla. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Alea. Malen. Borussia Dortmund verliert den Ball. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ball wird abgeblockt. Und Rakitic. Gomez jetzt. Acuña. Gomez. Gomez. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Ecke wird kurz ausgeführt. Rafa. Gomez hat ihn wieder. Jesus Corona. Alejandro Gomez mit dem Ball. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Niemand kann ihn vom Ball trennen. Wichtiges Tackling hier. Guter Pass. Sebastian Haller. Chance für Bellingham. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Kurze Distanz, da steht er goldrichtig und das ist dann kein Problem.
So, damit ist Sevilla hier also im Rückstand. Es geht weiter. Das ist natürlich bislang keine gute Ballbesitzstatistik, die Borussia Dortmund heute aufzuweisen hat. Aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise und das zählt am Ende. Jetzt heißt es erstmal aufpassen bei diesem Angriff. Das ist ein vielversprechender Pass. Könnte der Ausgleich sein. Stark, das war's mit der Chance. Bellingham. Jetzt können sie kontern. Rafa. Youssef En-Nesyri. Rakitic, unaufhaltsam. Alejandro Gomez. Fernando. Jesus Corona. Geht er rein? Ramsdale hält. Abpfiff. Das war die erste Hälfte. Und damit steigen wir ein in die erste Spielhälfte in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions League. Corona! Sebastian Haller! Haarscharf daneben. Gut den Körper eingesetzt. Emre Can. Hechtparade von Bonu. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt. Sebastian Haller. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Jetzt geht dieses Gruppenspiel weiter hier in der UEFA Champions League. Wir freuen uns auf Durchgang 2. Jesus Corona. Gomez hat ihn wieder. Vielleicht der Ausgleich. Macht er genau im richtigen Moment. Acuña. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Oh, super Flugkopfball. Da machen sie das Tor. Also das ist schon sehr nah an der technischen Perfektion. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Null steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. El-Nesyri. Das ist Corona.
Sevilla über außen. Flanke kommt in die Mitte. Befreiungsschlag. Da wäre Platz für einen Konter. Ja, vielversprechender Steilpass. Schöner hoher Ball. Ball draußen, wird Einwurf geben. Sevilla Wechsel aus. Sie versuchen es. Ecke Borussia Dortmund. Dortmund wechselt. Ecke in die Mitte. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Oh, das könnte was werden. So, Tor, Anschlusstreffer. Jetzt glauben hier wieder alle dran, dass da noch was geht. Ein wichtiges Tor. Da ist er ganz einfach durchgegangen, nicht aufzuhalten. Und dann ist der Ball drin. So, Anschlusstreffer Sevilla. Man ist also nur noch ein Tor hinten. Weiter geht's. Corona. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Guter Einsatz, das war wichtig. Malen. Kovacic. Da ist die Chance für Çalhanoğlu. Freistoß für Dortmund. Harte Aktion, war schon an der Grenze zu gelb. Viel darf er sich nicht mehr erlauben. Das ist es vielleicht. Super Parade. Ach, das war ein richtig schwieriger Ball. So, Ecke für den BVB, wenn sie die nutzen können. Dann hätten sie die knappe Führung auf 2 Tore ausgebaut. Ecke kommt rein. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Rakitic. Schüler holt sich diesen Pass. Jetzt vielleicht der BVB. Die Chance für den Konter. Szene immer noch gefährlich. Jesus Corona. Jesus Corona. Blockt den Schuss erstmal ab. Wichtiges Tackling hier. Attention, Arturo Berenguer. Arturo Berenguer. Malen. Der Ball gewinnt. Da macht er zu. Starke Aktion. Elisiri. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Das ist Corona. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Kovacic. Emre Can. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Es gibt ein Tor im Spiel von Manchester City. Die Infos dazu im Studio. Wir haben hier den dritten Treffer.
für Manchester City. Und das Tor hat Phil Foden gemacht. Da hat er einen wunderbaren Volley gebracht. Ein Schuss wie ein Strich, der war unhaltbar. Neuer Spielstand damit also 3:0. Gespielt sind 80 Minuten. Interessante Info, Dankeschön dafür. Wechsel bei Sevilla. Schöne Partie. 2:1 heißt es hier momentan und wir schauen schon mal auf die folgende Partie. Der nächste Kontrahent von Borussia Dortmund heißt Bayern 04 Leverkusen. Da müssen sie sich dann nochmal steigern, auch wenn es heute ja zumindest vom Ergebnis her gut aussieht. Youssef En-Nesyri. Ball an den Pfosten, weiter geht's hier. Ball geht erst ans Aluminium, dann hat er ihn. Ich glaube, da war auch Glück dabei. Absolut, da wäre das Tor beinahe gefallen. Aber als Torhüter brauchst du dieses Glück. Kovacic. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Ein Pass mit viel Auge. Rafa Mir. Ball bei Malen. Gut verteidigt. Hakan Çalhanoğlu. Er hat die Chance. Hätte gefährlich werden können, aber er ist da. Malen. Kovacic. Da ist Gomez. En-Nesyri. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Rafa Mir. Mit Auge, mit viel Routine, tolle Parade, macht sich lang. Und der war nicht so einfach. War ein guter Ball, aber die Parade war noch besser. Und genau wegen solcher Situationen haben wir die Torlinientechnik beschieden. Oh ja, das war knapp, aber kein Tor und damit richtig entschieden. Rakitic tritt diese Ecke. Ball ist erstmal wieder raus. Rakitic. Alejandro Gomez mit dem Ball. Da passt der Torhüter auf. Jetzt tut sich nichts mehr. Schlusspfiff. Der BVB hat gewonnen. Zweites Spiel, zweiter Sieg. Es geht richtig gut los und damit ist das Selbstvertrauen da für die nächsten Aufgaben. Heute war das wirklich eine gute Leistung. Der war heute gut drauf und das Ergebnis stimmt natürlich auch. Er kann zufrieden sein. Haarscharf daneben. Gut den Körper eingesetzt. Emre Can. Hechtparade von Bonu. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja, den sicheren Treffer. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt. Sebastian Haller. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Oh, super Flugkopfball. Da machen sie das Tor. Also das ist schon sehr nah an der technischen Perfektion. Oh, das könnte was werden. Das ist es vielleicht. Super Parade. Oh, das war ein richtig schwieriger Ball.
Rafa Mir. Mit Auge, mit viel Routine, tolle Parade, macht sich. Oh, hi there. I've just got a couple of questions about the match. Thanks so much for your time.